Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique, heute ist Montag, was bedeutet, es ist Murder Mystery und Make-up Montag. Falls du neu bist, jeden Montag übersetze und ergänze ich ein Video der fabelhaften Belly Serien und versuche ihren Look nachzuschminken. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gern meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Donnerstags dann mit einer selbst recherchierten Geschichte. Das Originalvideo, Bellys Kanal und ihr Instagram sowie alle Quellen, die ich zusätzlich durchgearbeitet habe und das, was ich an Make-up verwende, findest du unten in der Videobeschreibung. Letzten Montag haben wir über diese UFO-Sekte gesprochen und viele von euch können sich einfach nicht vorstellen, dass ihnen sowas mal passiert. Aber ich denke, das würde rückblickend jeder über sich sagen, der mal in so eine Sekte reingerutscht ist oder in so einen Kult. Aber trotzdem hat irgendwie jeder Verständnis und auch Mitleid für die Opfer gezeigt. Und das Donnerstagsvideo ist ja leider ausgefallen. Ich habe das leider vorher nicht so wirklich kommuniziert. Ein paar haben sich Sorgen gemacht. Mir geht's wunderbar. Es war nur der Geburtstag meiner Tochter und deshalb habe ich das ausfallen lassen, sonst hätte ich das zeitlich nicht geschafft. Ja, und heute sprechen wir über einen eventuellen Serienmörder, wahrscheinlich einen Serienmörder, aber vielleicht auch nur Seriengesteher. Heute sprechen wir nämlich über Gerald Stano und vielleicht habt ihr schon was von ihm gehört. Gerald Stano wurde nämlich als Paul Zeininger am 12. September 1951 in New York geboren. Seine Mutter merkte allerdings schnell und doch irgendwie viel zu spät, dass sie sich nicht richtig um ihn kümmern konnte und gab ihn dann im Alter von 6 Monaten zur Adoption frei. Sie brachte ihn dann ins nächste Waisenhaus, aber die Mitarbeiter vor Ort von diesem Waisenhaus waren sich überhaupt nicht sicher, ob sie Paul überhaupt vermitteln konnten. Er war furchtbar unterernährt und er hatte schon seine eigenen Ausscheidungen gegessen, um zu überleben. Und er legte ein animalisches Verhalten an den Tag. Und obwohl der kleine Paul in einem furchtbaren Zustand war, er schon so einiges in seinem kurzen Leben durchmachen musste, also wirklich schreckliche Dinge, wenn man so unterernährt ist, dass man seinen eigenen Stuhlgang isst, zögerten die Mitarbeiter von diesem Waisenhaus, ihn aufzunehmen. Sie fanden nämlich, dass er erstmal in ein Krankenhaus gehören würde und, also er ins Krankenhaus und seine Mutter ins Gefängnis. Bevor dem kleinen Paul aber irgendwas weiteres zustoßen würde, nahmen sie ihn dann doch lieber auf, weil sie nicht wussten, was ihm in der Obhut seiner Mutter vielleicht noch so zustoßen würde. Die Krankenschwester Nora Stano und ihr Ehemann Eugene waren allerdings sehr begeistert und sehr vernarrt in den kleinen Paul. Und weil er ihnen halt auch schrecklich leid tat, ich meine, er war ja wirklich ein sehr verwahrlostes Kind, adoptierten sie ihn. Und ab da hieß Paul denn Gerald Eugene Stano. Es hieß, dass die Stanos ganz großartige, liebevolle und rücksichtsvolle Eltern waren. Vielleicht auch, weil sie wussten, dass er einige Einschränkungen hatte und halt schon sehr viel in seinem kurzen Leben mitmachen musste. Seine Eltern erzählten später, dass er bis zu seinem 10. Lebensjahr ins Bett gemacht hat, dass er immer wieder sehr schnell sehr aufbrausend wurde, wenn er nicht das bekam, was er gerne haben wollte. Und während seiner Kindheit hatte er so gut wie gar keine Freunde. In der Schule war er auch nicht besonders gut, also die beste Note, die er schrieb, das war so eine 3. Außer im Musikunterricht, das war so sein Fach, sein Lieblingsfach, da ging er auch richtig drin auf. Da war er sehr gut. Ansonsten war er so zwischen 3 und 4, was völlig in Ordnung ist, aber halt auch nicht berauschend. In seiner vorpubertären und jugendlichen Phase stahl er sehr oft Geld. Vorwiegend aus dem Portemonnaie von seinem Vater. Einmal erwischte er ihn auch und er war nicht sauer, er war nur enttäuscht. Belastend. Und er fragt ihn, Gerald, warum bestiehlst du mich? Was hast du denn mit dem Geld vor? Und Gerald sagte, dass er das Geld halt bräuchte, um seine Teammitglieder aus der Lauftruppe, also von den Leichtathleten, bestechen müsste, damit sie nach ihm im Ziel einlaufen und er halt nicht als Versager auf ganzer Strecke gelten würde. Und das finde ich ganz traurig, weil er hat offensichtlich das Beste, was er tun konnte, in der Schule gegeben und war selbst sehr unzufrieden mit sich. Er fühlte sich offensichtlich sehr klein und dachte, es wäre eine gute Möglichkeit, die anderen Kinder zu bestechen oder Jugendlichen, damit er ein bisschen besser dastehen würde, ein bisschen besser abschneiden würde. Als Gerald allerdings 15 Jahre alt war, wurde er verhaftet, weil er in der Schule den Feueralarm auslöste, was halt nicht erlaubt ist, denn es hatte zu diesem Moment nirgendwo gebrannt.
Ein anderes Mal wurde er dann verhaftet, weil er von einer Brücke aus Steine auf Autos warf. Ich glaube, das war sogar auf einer Autobahnbrücke, also super gefährlich. Er geriet immer wieder in Ärger und Probleme. Anfänglich kann er einem wirklich leid tun. Also er hatte schon keinen einfachen Start. Jedoch scheint er sich immer mehr ins Negative zu verändern. Und Steine auf fahrende Autos von einer Brücke zu werfen, das ist so hinterhältig, feige und gefährlich. Kurz nach diesem Vorfall entschied die Familie dann, nach Pennsylvania zu ziehen. Vielleicht würde sich der Bub da dann wieder fangen. Doch in der Highschool wurde es halt auch nicht besser. Seinen Abschluss schaffte er erst mit 21 Jahren. Zwischendrin war er allerdings auch nochmal bei der US-Armee. Es gab zu Hause wohl auch starke Konsequenzprobleme. Also man versuchte ihn in die Schranken zu weisen, aber war nicht sehr konsequent und er wollte das auch nicht. Schwierig. Ich glaube, die Armee sollte das irgendwie richten und deshalb kam es auch dazu, dass er halt relativ spät seinen Abschluss machte. Nach dem College-Abschluss ging er nicht auf die Universität, er machte einen Computerkurs und fand dann kurz darauf eine Anstellung im Krankenhaus. Aber das hielt leider nicht lange, denn auch dort wurde er beim Clown erwischt. Er schlich sich dort heimlich in die Pausenräume, also da, wo die Kollegen ihre Jacken und Taschen aufbewahrten, und klaute ihnen Geld aus ihren Portemonnaies. 1979 traf Gerald sich dann mit einem mental eingeschränkten Mädchen und sie wurde schwanger von ihm. Selbstverständlich war ihr Vater davon überhaupt nicht begeistert. Er schnappte sich eine Waffe und bedrohte Gerald. Du wirst dich um dieses Problem kümmern. Du wirst dafür sorgen, dass sie das Kind abtreiben lässt. Treib das Geld dafür auf, ansonsten bring ich dich um. Und vielleicht wollte der Vater von dem Mädchen Gerald auf jeden Fall umbringen, weil er halt sein kleines Mädchen geschwängert hatte. Man findet allerdings nicht genau heraus, ob das eine einvernehmliche sexuelle Beziehung zwischen den beiden war oder nicht. Man findet auch nicht wirklich heraus, wie es dazu kam. Also ich habe es nicht gefunden. Es gab ein paar Angaben, die sich aber immer irgendwie unterschieden haben. Okay, sie wurde schwanger, er wurde bedroht, er solle das Geld auftreiben, was er dann auch tat. Danach durften die beiden sich nie wiedersehen. Gerald tat sich damit sehr schwer, im Leben zurechtzufinden, wo er hingehört, wo sein Platz ist, was er vom Leben erwartet, was er eigentlich erreichen möchte. Er hatte da nicht so wirklich den Plan. Auch seine Eltern frustrierte das. Sie hatten sich mehr für ihn erhofft. Um ihn wenigstens etwas in Bewegung zu versetzen und ihm da eine Aufgabe zu geben, schlugen sie ihm vor, ob er nicht zur Großmutter nach Florida ziehen möchte. Er könnte ihr helfen, sie etwas unterstützen und vielleicht dort irgendwas Neues anfangen. Vielleicht würde ein neues Umfeld ihn auch inspirieren. Er fand die Idee nicht schlecht, also zog er um. Dort wechselte er allerdings von einem Job zum nächsten. Er wurde immer wieder gekündigt, weil er entweder zu spät kam oder gar nicht auftauchte, oder weil er dabei erwischt wurde, er seine Kollegen beklaute. Ja, er lernte nicht aus seinen Fehlern. Anfang der 1970er, als Gerald 22 Jahre alt war, wurde er als klein und moppelig beschrieben, was einige unattraktiv fanden. Doch Gerald fand sich ziemlich gut. Er war zufrieden mit sich, was sehr gut ist. Er bezeichnete sich selbst als italienischen Hengst. Okay, er war nicht nur zufrieden mit sich, er war total von sich überzeugt. Warum die Frauen nicht der Reihe nach auf den Boden klatschen, damit ich sie beachte, verstehe ich gar nicht. Also, sehr von sich überzeugt, gut. Aber es war halt genau das Gegenteil. Sie klatscht nicht zu Boden, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Er blitzte bei den meisten Frauen ab. Im Alter von 25 Jahren traf er sich dann mit einer Friseurin namens Teresa. Ob das ihr richtiger Name ist oder geändert wurde, weiß ich nicht. Wir bleiben einfach mal da. Vielleicht stimmt er ja. Aber die beiden trafen sich und schlussendlich heirateten die beiden sogar. Sie verschaffte ihm auch einen Job bei ihrem Vater an der Tankstelle und diesen Job konnte er auch erstmal halten. Allerdings, nach 6 Monaten der Ehe, fing er an, seine Frau zu schlagen. 1976 ließ sie sich dann von ihm scheiden und er zog zurück in die Heimat zu seinen Eltern. 1980 war eine 20-jährige junge Frau in einer Bar und sie wollte nach Hause und ging raus und war halt auf der Suche nach jemandem, der sie mitnehmen könnte. Ich meine, es waren die 80er, es war schon viel Schreckliches passiert mit Anhaltern und viele fuhren auch nicht per Anhalter, aber es gab trotzdem viele jüngere Menschen, die gesagt haben,
warum sollte es gerade mir passieren? Gerald war auf dieser Straße unterwegs und sah sie. Er hielt an und fragte sie, wo sie denn hin müsste. Es ist nicht ganz klar, was während der Fahrt im Auto passierte. Es heißt allerdings, dass Gerald sie im Gegenzug für die Fahrt um sexuelle Gefälligkeiten bat oder diese einfordern wollte. Sie hätte ihn dann ausgelacht, woraufhin er ausgeflippt ist. Er zog ein Messer aus der Tasche und stach immer wieder auf sie ein. Laut Gerald wäre sie bei dieser Attacke denn nach vorne gesunken. Allerdings hätte sich ein Arm von ihr Richtung Tür bewegt, um die Autotür von innen aufzumachen. Also hat er sie dann wieder in den Sitz gezogen und immer weiter auf sie eingestochen, bis sie sich schließlich nicht mehr bewegte. Danach hatte er dann einen Ort gesucht, wo er sie heimlich ablegen konnte, ihren Körper, und hätte dann erstmal sein Auto gereinigt. Nicht, dass seine Polster noch ruiniert werden. Die sterblichen Überreste von der jungen Anhalterin wurden erst 2 Wochen später gefunden. Am 25. März 1980 ging Gerald zu einer Sexarbeiterin und forderte da Dienstleistungen ein. Mit ihr fuhr er dann zusammen in ein Hotel. In diesem Hotelzimmer taten sie dann das, was man unter diesen Umständen halt tut. Ich weiß, manche reden dann natürlich nur, aber sie, bada bing, bada bang. Sie taten, wofür er sie bezahlte. Doch mit Gerald Sex zu haben, gerade als Sexarbeiterin, war eine Herausforderung. Denn sie erzählte, dass er mittendrin anfing, darüber zu sprechen, wie sehr er Nutten hassen würde. Für sie unangenehm. Eine sehr unangenehme Situation. Er wirkte wie eine Mischung aus irritiert, sauer und traurig. Und sie hatte einfach eine Scheißangst. Sie wollte das nur hinter sich bringen, das Geld abkassieren und aus diesem Hotelzimmer abhauen. Doch Gerald zog während dieser Hasstirade, die er abließ, ein Messer und bedrohte sie. Gib mir mein Geld zurück oder ich bring dich um. Und sie wollte natürlich nicht wegen irgendeinem irren Arsch sterben, also gab sie ihm das Geld zurück und legte noch $30 obendrauf von ihrem vorherigen Verdienst. Trotz dessen ging Gerald mit dem Messer auf sie los und attackierte sie. Er schnitt sie auch mit einem Flaschenöffner und benutzte verschiedene Scheren. Und danach kippte er Säure über ihren Körper. Säure, die man eigentlich dafür benutzte, um Beton zu reinigen. Also schon starke Säure. Sie schaffte es trotzdem irgendwie, sich aus diesem Hotelzimmer zu befreien. Sie fing sofort an, um Hilfe zu brüllen und rannte um ihr Leben. Eine Polizeistreife hat sie wohl gesehen und hielt sie an. Und sie erzählte ihnen alles, was Gerald ihr angetan hatte und sagte ihnen auch, dass er in diesem Hotelzimmer sei. Denn sie wollte ja, dass er verhaftet wird. Die Polizei fuhr dann auch tatsächlich zu diesem Hotel und konnte ihn wohl festnehmen. Vielleicht konnten sie ihn allerdings auch erst ein paar Tage später festnehmen, wegen seinem Nummernschild, was sie sich gemerkt hatte, da gehen die Berichterstattung etwas auseinander. Sie befragten ihn zu dieser Nacht, als er die Sexarbeiterin im Hotel attackiert hatte, und sie fragten ihn auch nach anderen Mordfällen, die in dieser Gegend passiert waren. Denn sowohl das Opfer als auch der Tathergang passten teilweise überein. Vielleicht wusste er ja was oder war vielleicht selbst dafür verantwortlich? Fragen kostet ja nichts. Einer der ungelösten Fälle aus dieser Gegend war ein Mord an einer College-Studentin. Das Mädchen Mary hatte ein Schwimmstipendium, war sehr gut erzogen und ein wirklich netter Mensch. Doch sie wurde umgebracht und die Polizei hatte keine Ahnung, wer dafür verantwortlich sein könnte. Die Polizei befragte also Gerald und sie zeigte ihm auch ein Foto. Und kaum hatte er dieses Foto gesehen, sagte er, oh ja, die kenne ich, das war doch Mary Carroll. Er sagte, das war und nicht das ist. Jemanden zu kennen ist das eine. Zu wissen, dass dieser Mensch gestorben ist oder halt tot ist etwas anderes. Sie wurden jedenfalls hellhörig. Der verantwortliche Polizist, Paul Crow, wusste, dass er vor sich einen Mörder sitzen hatte. Oh ja, und sein Plan war es, sich mit Gerald anzufreunden. Und es klappte auch. Er war sehr freundlich zu Gerald, verständnisvoll und interessiert. Die beiden redeten über alles und nichts, wie zwei beste Freunde. Und vielleicht vergaß Gerald, dass Paul eigentlich Polizist war, denn er erzählte ihm einfach alles, jedes Detail. Und was für ein komischer Zufall, dass dieser Polizist genauso hieß wie Gerald ursprünglich. Paul.
Nun, Paul bekam immer mehr Geständnisse von Gerald. Er erzählte ihm einfach alles, jedes Detail, an das er sich noch erinnern konnte, dass er sie eines Abends sehr spät in seinem Auto mitgenommen hätte. Sie hätte an einem Bordstein in Daytona, Florida gewartet. Mary war an dem Abend mit Freunden aus und sie wollte eigentlich gerade ihre Mutter anrufen, damit diese sie abholen kommt. Doch er hatte das abgewunken und ihr stattdessen eine Mitfahrt bei sich angeboten. Er sagte nämlich zu ihr, ich fahre doch eh in die Richtung. Für mich wäre das überhaupt gar kein Problem. Du musst doch jetzt nicht extra deine Mutter aufwecken. Ich fahre dich ganz schnell rum. Kein Problem für mich. Auf dem Weg zu ihr kamen sie dann ins Gespräch und hielten dann auch noch an, um gemeinsam ein Bier zu trinken. Jedoch hätte Mary dann angefangen, rumzubitchen. Also zu meckern und es wäre für ihn unangenehm geworden. Naja, und was tut ein Gerald in so einer Situation? Er schlug sie, woraufhin sie dann tatsächlich anfing, richtig zu streiten. Gerald holte dann ein Messer unter seinem Sitz hervor und fing an, auf Mary einzustechen. Er stach so brutal auf sie ein, dass er ihr dabei sogar das Brustbein zerschmetterte. Dieses krasse Detail stand in keiner öffentlichen Nachricht, also es wurde nicht an die Presse weitergegeben. Als Gerald den Ermittlern aber dieses Detail nannte, wussten sie, er kann es ja nun sein. Er muss dafür verantwortlich sein. Niemand wusste etwas davon, außer die Polizisten und der Rechtsmediziner. Eine andere Frau namens Cheryl nahm er vor einem Hotel mit. Sie trug nur einen blau gepunkteten Badeanzug, weil sie sich vorher ziemlich heftig mit ihrem Freund gestritten hatte. Sie ist einfach so, wie sie war, aus dem Hotel gestürmt und wollte einfach nur noch nach Hause. Auch wenn es heißt, dass sie per Anhalter fahren müsste. Gerald sah diese junge, aufgelöste Frau und bot ihr natürlich seine Hilfe an. Die beiden kamen ins Gespräch und rauchten dann auch irgendwann zusammen Gras. Sie erzählte ihm dann, was passiert war, was vorgefallen ist mit ihrem Freund, schüttete also ihr ganzes Herz bei ihm aus. Und Gerald, dieser alte Romantiker, sagte dann, ach, das ist ja blöd. Wollen wir vögeln? Sie sagte natürlich nein. Das machte Gerald sehr wütend. Er würgte sie und stach auch auf sie mit einem Messer ein. Danach legte er ihren Körper in einer sumpfigen Gegend ab. Ein weiteres Opfer war die 17-jährige Cassie, die er an einer Bar aufgabelte. Auch ihr bot er eine Mitfahrt an und auch sie fuhren erstmal ein bisschen gemeinsam herum, schnatterten und tranken wohl auch ein bisschen Bier. Auf einmal behauptete Gerald dann, dass sein Auto Probleme hätte. Er fuhr rechts ran und erzählte ihr dann, dass er einmal unter die Motorhaube gucken müsste. Er wollte sie aus dem Auto locken und vielleicht fragte er sie auch, ob sie sich das vielleicht auch mal angucken möchte. Er wollte halt einfach, dass sie aus dem Auto steigt. Kaum war sie aus dem Auto ausgestiegen, schoss er mehrere Male auf sie. Am 6. September 1973 hatte dann die 17-jährige Barbara Probleme mit ihrem Auto. Er sah sie am Straßenrand stehen und bot seine Hilfe an. Beide hatten das gleiche Auto. Sie sagte ihm, dass sie glaubt, dass ihre Batterie leer sei. Aber das wäre für ihn ja gar kein Problem. Er hätte doch Überbrückungskabel im Auto. Das klärte er ganz, ganz schnell. Er könnte da locker helfen. Und das tat er dann auch. Allerdings sagte er dann zu ihr, hey, ich würde dich nur ungern alleine weiterfahren lassen. Wenn die Batterie wieder Probleme macht und du hier irgendwo ganz alleine im Nirgendwo stehen bleibst, damit könnte ich nicht leben. Ich habe jetzt deine Batterie aufgeladen. Lass uns doch damit ein bisschen gemeinsam herumfahren, nur um sicher zu gehen, dass damit auch wirklich alles in Ordnung ist. Sie fand das einfach sehr nett und hilfsbereit, dieser hinterhältige Arsch. Er sprang also in ihr Auto, sie auf den Beifahrersitz und beide fuhren gemeinsam los. Nach einer halben Stunde Fahrt fühlte sie sich dann nicht mehr so wohl. Sie fragte ihn dann auch, wo willst du eigentlich noch überall langfahren? Wollen wir nicht mal langsam umdrehen, dass du wieder mit deinem eigenen Auto weiterfahren kannst und ich mit meinem Auto nach Hause fahren kann? Aber Gerald war von diesen Fragen frustriert und genervt. Meine Güte, können sich diese Frauen nicht einfach von mir umbringen lassen, ohne jedes Mal eine Szene zu machen? Gerald schlug ihr so fest er konnte gegen den Kopf, fuhr rechts ran, fesselte sie, packte sie auf ihren Rücksitz und erwürgte sie dort in ihrem eigenen Auto. Gerald gestand also sehr, sehr viele Morde auf der Polizeistation. Er gestand auch schon damals, eine 12-Jährige erwürgt zu haben. Er habe im Alter von 18 Jahren mit den Morden angefangen. Und das
passte insofern, weil zu dieser Zeit, als er 18 war, in der Gegend, wo er wohnte, sehr viele Mädchen verschwanden. Doch die Polizei wunderte sich wirklich darüber, dass er nie erwischt wurde. Er war nicht besonders ordentlich. Er tötete und sorgte sich nicht mehr darum. Von 1973 bis zu seiner Verhaftung 1980 gestand er 33 Sexarbeiterinnen und Anhalterinnen umgebracht zu haben. Das alles in der Umgebung von Daytona in Florida. Seine Opfer waren zwischen 12 und 36 Jahren. Er fuhr herum, um sich neue Opfer zu suchen, wie viele andere auch. Auch seine Tatwaffe änderte sich oder auch der Ablauf. Einige erwürgte er, erschlug er, erschoss er oder erstach sie. Doch im Gegensatz zu vielen anderen wurden seine Opfer von ihm nicht sexuell missbraucht. Er brachte diese Mädchen und Frauen um, weil es ihm gefiel, sie umzubringen. Das Gefühl, was er beim Töten bekam, nichts Sexuelles, auch wenn er danach fragte und meistens die Ablehnung ein Grund für seine Attacke war. Deshalb wunderte es auch sehr viele Leute, dass er seine Opfer im Anschluss nicht missbrauchte. Ich meine, wir sind alle froh darüber, aber es würde halt auf ihn passen, zutreffend sein. Er beschrieb es so. Er fuhr herum, sammelte entweder eine Sexarbeiterin auf oder eine Anhalterin, sprach mit ihnen und hoffte auf ein Nümmerchen. Wenn sie ihm dann sehr nett gesagt haben, dass daraus nichts wird, wäre das angeblich okay für ihn gewesen. Aber wenn sie bitchy wurden, ihn auslachten oder sich halt prinzipiell über diese Frage beschwerten, machte ihn das halt rasend und er tötete diese Frauen. Das Auslachen war allerdings das Schlimmste für ihn. Die Morde an den Frauen, die ihn ausgelacht haben, waren am brutalsten. Diese Frauen prügelte er wohl meistens mit bloßen Händen tot. Nun, ein Polizist fragte Gerald auch ganz direkt: Warum haben Sie diese Frauen umgebracht? Sie haben sie nicht vergewaltigt, sie haben sich auch nicht danach an ihn vergangen. Warum haben sie sie nicht einfach rausgeschmissen? Warum haben sie sie umgebracht? Und Gerald sagte: Ich kann zickige Weiber nicht ausstehen. Gut, wir können mordende Arschlöcher auch nicht leiden. Bringen wir sie um? Naja, manche. Noch vor seinem 29. Geburtstag gestand Gerald, insgesamt 41 Frauen umgebracht zu haben. Er wurde jedoch nur in 9 Mordfällen angeklagt und bekam 8-mal lebenslänglich und einmal die Todesstrafe durch den elektrischen Stuhl. Die Todesstrafe bekam er für den Mord an der 17-jährigen Cassie. Sie wurde in einer sehr abgelegten Gegend gefunden und ist wahrscheinlich zwischen Dezember 1973 und Januar 1974 umgebracht worden. Er sagt, er habe sie immer wieder gewürgt und schließlich ihren Körper in einen Entwässerungsgraben gelegt, bevor er dann etwas aufräumte und dann zum Rollschuhfahren ging. Am Tatort fand man Hinweise, die Geralds Aussage oder sein Geständnis bestätigten. Und so konnte man ihn für diesen Mord zur Verantwortung ziehen. Er wusste ungefähre Größe und Gewicht, das zeigte er. Also er stellte sich hin und sagte, ja, ungefähr so groß und diese Figur. Und er konnte auch beschreiben, was sie trug. Da versuchte man es wohl dann auch noch mit einer Fangfrage und sagte, hatte sie nicht ein weißes T-Shirt und eine Jeanshose an? Nein, eine Bluse mit Schmetterling, Tiermotiven. Und also er wusste genau, was sie getragen hatte. Was braucht es also noch, um zu sehen, dass er der Täter für diesen Mord ist? Gerald versuchte mehrfach, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Doch die Berufungsanhörung wurde immer wieder abgeschmettert. Und so starb er am 23. März 1998 auf dem elektrischen Stuhl. Er war 46 Jahre alt. Sein letztes Mal war ein Steak mit einer Ofenkartoffel, diese dann mit Sour Cream und Baconkrümel oder Würfel oben drüber, ein Salat mit Limabohnen und Blaukäsedressing und zum Nachtisch circa 1,5 Liter Schokochip Minzeis. Und zum Runterspülen gab es dann noch 2 Liter Pepsi. Und das wäre das Ende von Geralds furchtbarem Leben und seinen Ereignissen. Doch nee, jetzt wird's nämlich verzwickt. Es gab viele Ungereimtheiten in seinen Geständnissen und viele dachten, dass er vielleicht nur ein Seriengesteher und kein Serienmörder war, dass er
nur bestand, um die Aufmerksamkeit zu bekommen und auf einer ganz irren Ebene etwas Besonderes zu sein. Ja, das war negative Aufmerksamkeit, doch noch nie zuvor hatte er so viele, die auf ihn schauten, ihn begutachteten und ihm zuhörten. In dem Gebiet, was Gerald angab als Ablage für verschiedene Mordopfer, wurden sehr, sehr, sehr viele Mordopfer gefunden. Doch wenn man sich seine Timeline und die der Opfer anguckt, passt das meistens gar nicht so gut zusammen. Für viele ergab das also nicht so viel Sinn. Er war da dann und dann will er das gleichzeitig gemacht haben. Das Opfer war dann aber da. Also es war schon ein bisschen, ja, schwierig. Und dann passierte etwas. Erinnert ihr euch noch an Officer Paul Crowe? Gerald's Best Buddy. Nun, es heißt, dass Paul Gerald die Antworten in den Mund gelegt hätte. Selbst der erste Ermittler in diesem Fall, der, ich glaube, Gerald abgeholt hatte, sagte, dass Gerald ihm die Antworten quasi servierte. Paul hatte sehr viele unaufgeklärte Morde angesammelt und versuchte sie alle irgendwie Gerald anzuhängen. Er brachte ihn dazu zu gestehen, er gab ihm immer so ein paar Hinweise, lenkte ihn zu den richtigen Antworten, die er halt brauchte, um das zuzuordnen, gab ihm Aufmerksamkeit und versprach ihm auch wohl dadurch, noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, durch die Presse und verschiedene andere Leute. Paul geriet auch wegen anderer Sachen in Schwierigkeiten und mindestens ein Kollege meldete ihn bei den internen Ermittlern und da musste er sich jetzt rechtfertigen. Und dann wurden viele seiner Fälle nochmal geprüft, unter anderem Gerald's Fall. Alle Dokumente und alle Gespräche zwischen ihnen wurden durchgeschaut. Und da sah man, dass Paul der Cop Gerald alles erzählte, was er wohl so getan hat. Er sagte dann zum Beispiel, sie saß einfach neben dir im Auto, während du ein Bier trankst. Und Gerald sagte, ja, bist du dir sicher, dass du nicht versucht hast, ihr in die Hose zu gehen, Gerald? Und Gerald sagte wieder, ja. Okay, das heißt, du wolltest ein bisschen mehr, aber sie wollte es nicht, oder? Woraufhin Gerald dann sagte, ja, verdammt richtig, sie wollte es dir nicht geben. Und Gerald sagte dann wieder, nein, das wollte sie nicht. Sie konnte aber ziemlich hart zuschlagen, oder, Gerald? Und Gerald sagte dann, ja, verdammt richtig, das konnte sie. Also, was hast du getan? Hast du sie geschlagen? Du wurdest richtig sauer, oder? Ja, absolut richtig. Ich wurde so sauer, dass ich sie so fest ich konnte erstach. Es klang halt sehr oft so, als hätte Paul Gerald die Worte in den Mund gelegt, die er dann schließlich hören wollte. 1995 wurde Paul Crowe dann seines Amtes enthoben. Er wurde wegen Korruption vom Gericht verurteilt und war ab dann kein Officer mehr. Im Jahr 2007 veröffentlichte dann das FBI einen Laborbericht. Man hatte nämlich bei Kathy im Inneren ein Schamhaar gefunden. Dieses konnte man damals schon prüfen und es passte nicht mit Gerald's überein. Es waren unidentifizierte Schamhaare mit kaukasischem Hintergrund. Man konnte sie bei Kathy sicherstellen, aber niemandem zuordnen. Und diese Haare wurden spätestens nach der Hinrichtung von Gerald 1998 zerstört. Diese Haare wurden allerdings bei der Verhandlung gegen Gerald nicht als Beweis vorgelegt. Sein Anwalt hätte das als Beweis, als Entlastungsbeweis anführen müssen. Man hatte diesen Beweis einfach unterschlagen. Sein eigener Anwalt. Gerald's letzte Worte waren ungefähr, ich bin unschuldig, ich hatte Angst und ich wurde bedroht. Mir wurde gesagt, was ich sagen sollte. Ich wurde auch nicht fair verurteilt, weil ich keine richtige Verteidigung hatte. Ich habe Verbrechen gestanden, die ich nicht begangen habe. Die Beweise, die nicht mit Gerald in Verbindung gebracht werden konnten, waren für den Mord, für den er schließlich hingerichtet wurde. Er selbst gestand unter diesen Umständen 41 Morde. Ob das wirklich stimmt oder nicht, werden wir leider nie erfahren. Dass dieser Polizist, Mr. Paul Crowe, korrupt war, das steht allemal fest. Also, da gibt's keine Frage, das wurde auch bewiesen, es gab Zeugenaussagen und. Der hatte auf jeden Fall keinen guten Job gemacht. Er hat Gerald als das perfekte Opfer gesehen, um vielleicht einfach nur seine ungelösten Fälle vom Tisch zu bekommen. Ein ehemaliger Informant der Staatsanwaltschaft sagte gegenüber einem freischaffenden Reporter, dass er mit zwei Staatsanwälten zusammengearbeitet hätte. Er hatte gegen verschiedene Angeklagte ausgesagt, unter anderem auch gegen Gerald.
Und da habe er gelogen, um einen Deal zu bekommen. Die kamen wohl auf ihn zu und sagten, hey, Shorty XY, bitte, du kriegst Hafterleichterung, wenn du vor Gericht aussagst, dass der im Gefängnis dir gegenüber gestanden hat. Und er dachte sich, klar, gar kein Problem, das mache ich. Wenn ich früher aus dem Knast rauskomme, die anderen sind mir doch scheißegal. Dass der Mann, dieser Reporter, ein Reporter war, wusste dieser Spitzel, diese Ratte, nicht. Dass er das Gespräch aufzeichnete, wusste er auch nicht. Gerald ging allerdings mindestens auf eine Sexarbeiterin los. Er war unsozial und eher merkwürdig. Er geriet ja schon super früh in Schwierigkeiten. Und als Gerald dann alles gestand, was Paul gerne von ihm hören wollte, Jackpot. Das konnte er sich wohl nicht entgehen lassen. Einige vermuten, dass Gerald niemals irgendjemand umgebracht hätte. Andere glauben, dass er schon Menschen umgebracht hat, allerdings nicht so viele, wie er gestanden hat. Andere glauben wiederum, dass er alles auch das getan hat, was er auch gestanden hat. Und dann gibt es noch ein paar, die nicht mal wissen, wer Gerald ist. Dieser Fall ist gar nicht so einfach, denn verschiedene Informationen hätte er sich aus der Zeitung besorgen können. Andere Details hatte ihn Officer Crow quasi vor die Füße geworfen. Ich persönlich glaube, dass Gerald auf jeden Fall ein Mörder ist. Der Angriff auf die Sexarbeiterin, der trotz dessen Angriff, obwohl sie ihm sein Geld plus $30 gab. Dieser Fall ist auf jeden Fall so passiert, weil er halt auch sehr gut dokumentiert wurde und das Opfer überlebt hat. Ich glaube allerdings auch, er hätte sie umgebracht, hätte sie sich nicht befreien können. Und ich glaube nicht, dass sie die erste und die letzte gewesen wäre. Aber wie immer weiß ich es nicht. Ich glaube es, aber wissen? Ja, ich kann mich natürlich auch total irren und ihm da Unrecht tun, aber ich weiß nicht, das fühlt sich ein bisschen so an. Es könnte natürlich auch sein, dass da was ganz anderes lief und er wirklich unschuldig war. Sollte er wirklich unschuldig gewesen sein, wäre er genauso ein armes Mausi wie Bruno Lüttke. Doch das fühlt sich bei diesem Fall irgendwie anders an. Lass mich gerne wissen, was du von diesem Fall hältst. Was findest du wäre am wahrscheinlichsten und warum? Mich interessiert immer auch das Warum. Und was nehmen wir heute aus diesem Fall mit? Zuallererst, fahr nicht bei fremden Menschen mit. Fahr nicht per Anhalter. Frag lieber im Freundeskreis, es wird sich schon jemanden finden, der dich gerne mitnimmt. Und wir hatten jetzt mindestens 2 Mädchen dabei, die alleine von einer Party nach Hause gehen wollten. Ich finde es immer schwierig, wenn jemand alleine zu einer Party geht. Ich finde, es wäre wesentlich sicherer für mehrere Menschen, wenn man in einer Gruppe geht. Und im Idealfall kommt man zusammen und geht auch zusammen. Ich weiß auch, dass das nicht immer so klappt. Aber es wäre für viele viel, viel sicherer. Und dann, wenn man sich sein Leben anguckt, da ist schon ganz zu Anfang ganz viel schiefgelaufen. Und ich weiß nicht, wie prägend die ersten 6 Monate sind. Aber ich glaube schon, dass es unterbewusst da einiges gibt, womit man noch so strugglen muss. Doch ich finde, er hat sehr viel Liebe von seinen Adoptiveltern bekommen. Er hat sehr viele Möglichkeiten bekommen. Er hat das alles nicht wahrgenommen. Er wirkte mental etwas beeinträchtigt. Also vielleicht hat er auch in den ersten 6 Monaten eine Beeinträchtigung nachbehalten, dass er sich vielleicht auch in manchen Situation nicht so unter Kontrolle hatte. Also er war ja sehr aufbrausend, er hat viele Sachen nicht so wirklich gut verstanden, er hat aus seinen Fehlern nicht gelernt. Ich glaube, dass er vielleicht nicht alles so mit klarem Menschenverstand ablief. Was inwiefern er wirklich getan hat, kann ich aber nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es fühlt sich so an, dass wahrscheinlich einiges, aber nicht alles. Eine frühzeitige Therapie wäre für ihn vielleicht sehr hilfreich gewesen. Ob seine Adoptiveltern nichts davon hielten oder es diese Möglichkeit im Umkreis nicht gab, kann ich leider nicht beurteilen. Dass sie ihn allerdings zur Oma geschickt haben, finde ich jetzt gar nicht verkehrt, weil ja, ein anderer Ort und die Oma, das hätte schon vielleicht was bewirken können. Leider in diesem Fall nicht. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht. Man weiß es ja nicht so genau. Ich bin wirklich gespannt, was du zu sagen hast, welche Theorie du verfolgst und warum. Na gut, das ist das Make-up.
Meine Augen fühlen sich sehr verklebt an. Vielleicht, weil ich Wimpernkleber drauf gemacht habe. Also, hier überall hat sich das Glitzer abgesetzt. Deshalb mag ich keinen Glitzer. Setzt sich überall ab. Na gut, das ist der Look. Also, ein krasser Eyeliner und der sieht ganz anders aus als dieser hier. Sind Cousinen und keine Schwestern. Darauf ein bisschen Glitzer, der jetzt leider überall schon hingeflogen ist und den ich wahrscheinlich auch noch die nächsten 3 Wochen irgendwo in irgendwelchen Hautfalten oder Poren finden werde. Der Eyeliner an sich ist mir ein bisschen zu krass. Ich finde, das Glitzer rundet es so ein bisschen ab, schwächt es so ein bisschen ab, aber es ist denn doch schon ganz schön intensiv. Ich habe jetzt extra etwas größere Wimpern genommen, um das so ein bisschen zu verstärken vielleicht. Und der Lippenstift ist halt auch nur ein Lip Liner, weil ich ein rotes Matt in dieser Farbe gar nicht habe. Also alles in allem finde ich den Look gar nicht so verkehrt. Abends zum Weggehen, dann glitzert das Glitter halt auch nochmal ordentlich. Die roten Lippen, dadurch, dass es halt nur ein Lip Liner ist, hält wahrscheinlich auch bombenfest. Also es hat jetzt noch nichts abgefärbt. Na gut, ich hoffe, du hast einen fabelhaften Tag. Pass bitte gut auf dich auf. Triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal am Donnerstag. Versprochen, ich bin am Donnerstag wieder da. Wünsche ich dir was. Versprochen, ich bin wirklich Donnerstag da. Versprochen, versprochen.